Wir sind hier zurück im Seeland und versuchen jetzt noch die Brutals aufzuhalten, die im letzten Part ja das Schnixenkleid geklaut haben, und das können wir natürlich nicht zulassen. Hier sehe ich gerade, hier gibt es einen weiteren Aufzug. Okay, hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht bei diesem Powerblock, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch hier jetzt rein, aber zuerst mal hier hoch. Es befindet sich ja in jeder Ecke, oh, das war cool, ein Secret. Und ich freue mich drauf, jetzt auch den letzten Brutal mal zu besiegen. Ich glaube, hier kann man nicht hoch, nee. Auf der anderen Seite ist auch gar nichts, das heißt, wir können direkt in diesen Aufzug gehen. Was sagst du? Du gelangst durch den Schacht aufs Dach. Okay, danke. Immer noch voll die coole Idee, meiner Meinung nach, wie man hier das hier macht. Aha, da waren nochmal lila Münzen, die hole ich mir jetzt als erstes. Sind die einfach hier drunter? Ja, tatsächlich. Okay. So. Die Frage ist auch, gibt es hier nochmal einen Eingang? Nee. Aber wenn ich schon hier bin, dann schaue ich mich auch gleich um. Was sagst du? Die Handlanger vom Ungeheuer sind mir ein Graus. Sie haben unser geliebtes Schnixenkleid geklaut. Ja, ich versuch's noch irgendwie zu ändern, aber ich kann es dir leider nicht versprechen. Muss ich dazu sagen. Oh, eine 2D-Passage. Also wie gesagt, gut, dass ich hier nochmal hingekommen bin. Ich denke mal, da drüben kommen wir raus, oder? Tatsache. Oh Gott. Jawohl. Hab ich jetzt gar nicht erwartet, dass ich es First Try schaffe, muss ich mal sagen. Und hier geht es tatsächlich noch weiter. Notenjagd in der Klippe. Hier längs. Ja, perfekt, zu 4 Coins führt es. Damit haben wir schon über die Hälfte. Und wir kommen tatsächlich, wie ich dachte, hier raus. Okay. Du hast dich ja ganz schön im Platz sein gewöhnt. Ja, hast du recht. Ja gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Oh, so nicht. ja, die Frage ist, muss ich jetzt tatsächlich wieder runterschwimmen? Anscheinend. Hä? Okay, weirdes Teil, man kann hier nicht mehr raus, alles klar. Dann gehe ich mal hier runter. So, und direkt in den Aufzug. Dann gucken wir nochmal. Ich habe da auf jeden Fall nochmal 4 lila Münzen gesehen, ganz oben. Deswegen wird es interessant. Ah ja, hier sind die direkt. Perfekt. Gar kein Ding, die zu holen. Und jetzt müssen wir noch darüber. Hui. Jawohl. Wo ein weiterer Powermond wartet, sehe ich ja jetzt schon. Sieht man immer an diesem Leuchten. Och, nö. Warum nochmal ein Stückel weg? Es gibt dann tatsächlich doch noch was zu erkunden. Ich dachte eigentlich, dass wir heute sehr schnell beim Boss sein werden, aber anscheinend sagt das Spiel was anderes. Da ist er ja aber auch schon, der Bossfight. Heißt, so lang kann es auch nicht mehr dauern. Mag ich mir aber erstmal meinen wohlverdienten Mond holen. Oh, das ist gar nicht, um da hochzukommen. Oh. Ja gut, dann muss der noch warten. Perfekt, alle drei mit einem Ding. Oh. Da sind auch nochmal 4 lila Münzen, alles klar. Bevor ich jetzt da hochgehe, gehe ich, glaube ich, wirklich nochmal darüber. Darunter gehe ich jetzt mal nicht. Ich merke es mir einfach, dass da nochmal 4 sind. Und dann fehlen nicht mehr viele Münzen. Das ist ja echt nicht mehr so viel. Oh, ich sehe schon, gerade den Crazy Cap Shop habe ich auch vergessen. Aber ich gehe jetzt, wie gesagt, nicht nochmal runter. Was ist wohl in der Kiste? Okay, ja, dann haben wir jetzt alles. Und es geht zum Bossfight. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Ah, das war nochmal ein Checkpoint, alles klar. Ah, dann wisst ihr was, dann kann ich, glaube ich, doch mal darunter gehen. Wie heißt denn der? Aquagrund Terrasse. Ich mag da nämlich doch schon die 3 Münzen, wenn ich sie schon sehe, einsammeln, weil ist dann sehr unwahrscheinlich, dass ich es mir merke, muss ich ehrlich sagen. Okay, und sonst ist hier nichts, das heißt, es geht direkt zum Aquagrund. Und wir stellen uns auch dem 4. noch fehlenden Brutal. So. Ja.
Du bist zu spät, wir haben das Schnicksenkleid unter dem Nagel gerissen. Es passt sogar zum Frack vom Chef. Du wirst es zurück, schminkst dir ab, das behalten wir. Okay. Dann weißt du ja, was du daraus hast, ne? Zack, wir können das natürlich als Blume benutzen und dann nach unten. Schön mit einem schönen Dreher. Er versteckt sich jetzt einfach in seinem Hut drin, alles klar. Muss mir das irgendwie abschießen? Ich weiß es nicht. Also ganz simpel eigentlich der Bossfight, wie eigentlich alle vier. Man muss einfach immer drauf und dann auf seinem Kopf natürlich wieder landen. Oh, ich muss gar nicht mal runterdrehen. Ich habe sogar Zeit für die Münzen, weil der Bossfight jetzt nicht der schwerste ist. Schade, ich dachte, ich kann es direkt machen. Ja, manchmal bringt er halt irgendwelche Winkel, aber ist eigentlich an sich überhaupt kein Problem, dieser Boss. Und damit haben wir alle vier Brutals zumindest einmal besiegt. Denn wie man gesehen hat, leben sie alle noch. Und wir erhalten einen Triple Mond, der uns jetzt bestimmt auch viele neue Sachen freischalten wird. Wieder oben habe ich zum Beispiel gerade noch was gesehen. Ja, aber da komme ich jetzt nicht hin. Denn wir sammeln einfach mal unsere Multimond ein. Und öffnen uns, wie gesagt, neue Wege hier in diesem Seeland. Oh yeah, Brutals über dem See haben wir geschafft. Cool. Sehr schön. Ich sorge mich um Tiara und Peach. Wir müssen so schnell hinterher. Ja, klar doch. Doch jetzt, wie gesagt, haben wir erstmal hier ganz neue Wege frei. Wie zum Beispiel, dass diese Treppe hier offen ist. Klasse, wir haben eigentlich genügend Monde. Ja, aber wir gehen noch nicht. Oh, das ist im Kaskadenland. Aha, ich sehe schon. Neben dem Amiibo. Alles klar, ah, da mache ich auch mal einen Screenshot vorhin. Neben dem Amiibo-Ständer da. Ach ja, jetzt können wir ja auch hier hin. Deswegen, komm her. Und da ist auch Ding, alles klar. Oje, schaffe ich das? Jawohl. Für lila Münzen mache ich das. Ich dachte eigentlich, dass es hier noch einen Mond für gibt, aber anscheinend nicht. Wow. Er war so, wo sind sie jetzt hin? Der Innenhof ist das. Und hier ist auch dieses legendäre Loch, der uns ins Schlemmerland führt. Alles, das uns ins Schlemmerland führt. I'm sorry. Das Land voller Essen, das wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Sonst was? Nee, für sonst was brauche ich es nicht. Alles klar. Ich finde es ja schön, dass Lakitu in diesem Spiel immer so freundlich ist. Und damit fehlen uns nur noch 3 Münzen. Hier habe ich wirklich das Gefühl, wir schaffen es. Ja, so, dann müssen wir hier noch angeln. Da ist der Große. Komm schon. Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Jawohl. Ich spam einfach immer. So, und damit haben wir Angeln im See. Mit... Ich habe den Namen gerade vergessen. Naja, egal. Ich würde sagen, wir angeln uns lieber noch einen Fisch. Na wohl. Eigentlich ist es immer nur der Größte. Deswegen geht's jetzt ab ins mysteriöse Schlemmerland, von dem wir auch noch nichts wissen. Also ich natürlich schon, aber ihr nicht. Und deswegen... Kriegen wir da jetzt einen ganz schönen Eindruck von. Das ist jetzt auch, glaube ich, das dritte Gemälde bereits. So. Irgendwas riecht hier sehr lecker. Das ist das Schlemmerland. Und wow, hat man hier eine gute Übersicht. Man sieht schon, es ist sehr bunt, sehr farbig und vielleicht sieht man es da vorne schon. Kann ich ranzoomen? Nee. Da vorne ist die Stadt und was das sein wird, das werden wir irgendwann rausfinden. Doch bis wir hier sind, dauert es noch sehr lange. Ich glaube, das ist das vorletzte Land, das man bereist. Deswegen kann das noch dauern. Habe ich den Mond eingesammelt? Ich glaube nicht. Kleiner Fail hier am Rande. Aber gut, dann gehen wir nochmal rein. Und wenn wir es jetzt doch haben, dann ist auch nicht so schlimm. Ja, hallo? Darf ich bitte in das Gemälde? Ja, verstehe ich nicht. Jetzt ja. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Dauert ja nicht lange, die Ladezeiten gehen ja echt schnell in diesem Spiel. 2-3 Sekunden. Und dann sind wir auch schon im Schlemmerland.
Ah, ich habe den Mund und die Flagge eingesammelt, alles klar. Man könnte sich fragen, ob man da irgendwie rüberkommt, denn da geht die Welt los. Aber das mache ich jetzt nicht. Den Mond haben wir, das heißt, es geht doch wieder zurück. Ich habe jetzt irgendwie so ein Blackout gehabt. So, habe ich das jetzt gemacht? Als hätte ich kein Kurzzeitgedächtnis. Aber egal. So, dann mal gucken, ob ich die Goombas noch zu irgendwas brauchen kann. Bis jetzt auf jeden Fall nicht. Deswegen gehe ich auch weiter. Was gibt's hier? Wahrscheinlich kleine Goombas, ne? Ja, dachte ich mir. Nein, nein. Ich muss wieder da hoch. Weil da gibt es eigentlich noch das meiste, was wir noch nicht gesehen haben. Und ich habe ja die Hoffnung, dass ich hier zumindest mal die lila Coins hinbekomme. Monde müssen ja gar nicht auf Anhieb alle passen. Da fehlen auch noch 20. Okay. Das ist ja schon noch eine große Menge. Aber jetzt geht's da. Ah ja, da sieht man schon einen. Und hier ist dieser mysteriöse Reißverschluss. Also ich hoffe einfach, dass es hier mal klappt. Und vielleicht sind hier jetzt. Na, es schaut nicht so aus. Als wären hier auch noch die letzten drei lila Coins. Am Ende des Geheimtunnels. Geht's hier vielleicht noch weiter? Nee. Okay. Dann geht's mal wieder zurück. Wir haben noch nicht alles gesehen, Kamera. So. Ach, man kommt da sogar wieder hoch. Oh, okay. Ah ja, hier ist das erste Tic-Tac-Rätsel. Alles klar. Wo ist denn der Mond? Ach, ganz unten. Das wusste ich nicht. Und das war ein schlechtes Timing auch. Okay, ja gut. Alles klar. Dann nochmal das Ganze. Jetzt ist es ja weg. Das Tier, ich weiß schon wieder den Namen nicht. Muss man erstmal kapieren. Ich glaube, dann ist es auch ziemlich einfach, oder? Jawohl. Seelang-Tic-Tac-Turnier Nummer 1. Okay, dann wo waren wir denn sonst noch nicht? Im Reißverschluss waren wir, das weiß ich. Hier waren wir auch überall. Ah ja, in das Geheime da müssen wir noch reingehen. Das heißt, es geht jetzt wohl in den Crazy Cap Shop. Ah. Ich wollte eigentlich Blumen pflanzen, aber ich habe meinen Samen irgendwo im Schatten. Wo? In welchem Tunnel? Naja. Ach ja, da unten waren wir ja noch gar nicht. Okay. Dann mache ich das auch gleich. Jetzt geht es halt, wie gesagt, in den Crazy Cap Shop zuerst. Habe ich ja voll vergessen am Anfang des Parts. Wollten wir eigentlich direkt machen, aber. Habe ich halt vergessen. So. Wir können jetzt auch uns fast schon alles kaufen. Neue Artikel. Muster-Mix-Outfit, aber ich hole mir jetzt erstmal nur den Mond aus diesem Land, denn das ist das Wichtigste. Ich finde auch immer noch die Mondfarbe wunderschön, muss ich sagen. So, und dann zeig mal her. Richtig geil, oder? Es gibt einfach eine Schwimmbrille und einen Schwimmanzug. Ja, ich ziehe mich jetzt gleich an. Und die Badehose ja so im letzten Part schon gesehen. Die Schwimmbrille, so schick, dass man sie auch an Land tragen könnte. Und das Schwimmeroutfit, der Rettungsring ist eigentlich vor allem dazu da, dieses Outfit abzurunden. Als dass es wirklich eine Funktion hätte. Naja, es kann halt schon Leben retten, so ist nicht, ne? Und dann kaufe ich mir einfach noch diese schöne Statue. Und die Queeche Dory, oh mein Gott, cool. Ja, für das letzte, für die Odyssey, den Aufkleber, habe ich jetzt leider keinen Platz. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Noch diese Geräusche. So, sehr cool. Und jetzt können wir hier besser umgehen mit. Da ist eine Mo. Ach so, war ich da schon drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich gucke lieber nochmal kurz, ob ich in dieser Hutstür drin war. Ich kann mich überhaupt nicht drin erinnern. Oh mein Gott, das schaut ja so witzig aus. Haha. Naja, egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte da reingehen. Ah ja, der Fels war ja davor. Ja, das heißt, wir müssen hier zuerst rein. Hi, was ist los? Ich möchte es ja wirklich reparieren, aber es wiegt einfach zu viel. Ja, da kann ich helfen. Doch Mario kann sich nur in eins verwandeln, sehe ich gerade. Oh je. Ach so, was ist das? Alles klar. Habe ich schon? Naja, das war einfach. Muss man mal sagen.
Wo soll hier noch zweiter Mond sein? Ich schaue mich hier gleich nochmal um. Vielen Dank, aber deine Hilfe war doch nicht notwendig. Ja, genau. Sei doch einfach froh, dass ich dir geholfen habe. Okay, das war das erste Rätselding. Ich hoffe mal, dass es jetzt nur einen Mond gibt, weil wo sollte man hier noch einen verstecken? Da Mario kann jetzt da gar nicht mehr drin sein. Da hoch komme ich auch nicht, ne? Nee, da ist sogar... Ah, obwohl... Ne, das verlangt das Spiel schon nicht von mir. Wir gehen raus und ich hoffe mal, das passt. Ja, ich weiß, dass der Fels weg ist. Sehe ich hier von außen noch was? Eigentlich nicht, ne? Okay, ja, dann geht es jetzt ins Loch. Am besten mit einem Cheep-Cheep. Denn dieses Loch ist sehr tief und ja, wie man sehen kann, Mario hat jetzt nicht die größte Ausdauer, sage ich mal. Deswegen, let's go. Sehr schön. Aquagrund, Eingang. Sehr, sehr großer Aquagrund. Oh, sehr schlau von dir. Jetzt brauchst du keine Luft mehr zu holen. Ja, ich bin ganz kluger, Cappy. Ich hoffe, hier gibt es dann noch die letzten drei Lila Coins, wie gesagt, weil meiner Meinung nach habe ich alles erkundet. Oh, hier gibt es nur Captain Toad oder was? Ich schaue mich lieber mal um. Och, Mann. Also schwimmen mit Rucksack ist wirklich nicht mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hierher gekommen bin. Aber egal, ich habe das hier unterwegs gefunden. Dankeschön. Lass uns schwimmen, Captain Toad. Immer ganz süß, die Bezeichnungen. Naja, schade, dass es hier nicht, wie gesagt, die letzten drei Münzen gab. Ich wollte es doch mindestens einmal schaffen. Irgendwie sah das gerade hier so aus, als müsste ich hier stampfen. Aber anscheinend nicht, alles klar. Dann gehen wir mal nochmal nach oben. Ich schaue mir nochmal dieses Gebäude hier ganz genau an. Aber scheint so, als gäbe es hier tatsächlich nichts mehr, wo ich noch nicht war. Aber oben habe ich auf jeden Fall noch eine Huttür gesehen oder irgendwie sowas. Deswegen nichts wie hin da. Ah, das ist auch ein Shortcut hier. Okay, das habe ich ja gar nicht kapiert vorher. Sehe ich hier bitte noch drei lila Münzen, bitte. Hier war ich überall. Da war ich auch. Da oben bei der Huttür war ich noch nicht. Sehr schön. Ah. Okay. Sehr schön. Ah, und da ist auch ein Tic-Tac-Rätsel. Oh, das war ein schöner Kill. Okay, wieder, wie gesagt, wieder mal die Hoffnung. Bei der Huttür waren ja schon oft lila Münzen dabei. Vielleicht diesmal auch. Mal gucken. Wir gehen rein. Können wir auch vorher schon machen, aber naja, ist egal. Das allererstes Mal, ich komme doch jetzt da hoch, ne? Ja, easy. Hier warte ich jetzt schon überall Münzen, ne? Ja, immerhin. Zwar nichts Besonderes, was man hier sammeln kann, aber gut. Da vorne ist ein Mond. Okay, was ist denn das überhaupt hier? Was muss ich hier machen? Muss ich so machen? Oh, Fujis. Cool. Zweite Begegnung hier jetzt. Ich weiß nicht, was ich so recht hier machen muss. Ich hänge mich einfach mal lieber da immer hin. Oh, jedes Mal safe der schwerere Weg. Ich probiere es. Och, hohe Konzentration und es hat funktioniert, sehr schön. Ja, ich denke safe, dass der andere Weg der war für den extra Mond. Aber gut. Nein, für die lila Münzen. Jawohl, damit haben wir alle lila Münzen blind gefunden. Also mehr oder weniger blind, aber ihr wisst, was ich meine. Ich musste nicht einmal nachgucken. Das freut mich. Und jetzt habe ich auch kapiert, was ich hier machen muss. Ich muss mich ranhangeln mit Mario. Das Ding ist jetzt, ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt das verkacken werde, weil ich es jetzt einmal hinbekommen habe und ein zweites Mal bestimmt nicht. Ach Gott, das war knapp. Okay, dann fehlt ja nur noch der Secret Mond und dann bin ich ganz glücklich, wenn ich hier nicht sterben würde. So. Macht denn das? Oh, ich habe zu lange gewartet, ne? Ich habe mir so gedacht, warum sind da Münzen? Das hat irgendwas zu bedeuten. Und deswegen bin ich jetzt tot. Och Mann.
Naja, hier geht's ja ganz schnell. Hier kann man auch einfach vorbeifliegen. Fuji ist alles scheißegal. Schön. Oh, jetzt muss ich das schon wieder schaffen. Egal, zweimal, dann kriegst du doch wohl auch ein drittes Mal hin, wenn man sich einfach nur konzentriert. Man muss immer gucken, dass die Füße nicht von Mario dagegen fliegen. So, ich finde es auch schön, dass die Gott sei Dank immer offen sind. Die Blumen. Und jetzt fliege ich direkt daran. Ja, okay, es ist tatsächlich einfach nur dafür. Was? Halt dich halt! Hä? Was muss ich denn da drücken? Ich dachte so, okay, er macht es automatisch. Nee, er dreht sich einfach runter. Interessiert ihn nicht. Mann, oh Mann, Mario. Müssen wir nochmal üben. So, jetzt drücke ich immer direkt gegen die Wand. Ja, sehr schön. Ah, ein bisschen zu langsam. Deswegen muss ich jetzt nochmal warten. Ja, gut, passt. Können die nicht einfach genauso schnell sein wie ich? Nein, die sind so 1 km/h langsamer ungefähr. Wo ist mein Schatten? Da ist mein Schatten. Okay. An die Wand, an die Wand. Hä? Und jetzt? Ach so. Viel zu spät gesehen. Oh mein Gott. Muss ein hier ein versteckter Mond schon wieder sein? Ich verstehe es nicht. Ist da der Anfang? Ja, hm. Da. Jawohl. Ach, gerade noch so gefunden. Okay, gut. Akrobatische Zugabe. Yay. Okay, dann kann ich ja hier runter. Mir ist egal, ob ich das treffe. Oh, ich habe direkt den Mond getroffen. Darbietung und Zugabe gab es auch noch. Okay, 2 Monde und alle Lila Münzen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Zwar haben wir an sich echt wenig Monde in diesem Kingdom, in diesem Land heißt das, gesammelt. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig mit der Erkundung. Oh je, Alter, alle. Einfach nur wie wild mit Cappy rumfuchteln ist anscheinend das Beste. Aha, ich sehe schon, wir müssen so machen. Ja, ganz einfach. Hä? Es hat gefühlt noch nicht mal geblinkt. Tic-Tac-Turnier Nummer 2. Da waren wir, da waren wir. Ja, wir waren jetzt eigentlich überall. Wir haben sehr viele Monde vergessen. Anscheinend. Hm. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zum Vogel. Vielleicht sagt er mir einen Tipp, den ich ganz gut brauchen kann. Nee, wo ist er denn? Doch, der ist schon hier. Schnackielchen, wo bist denn du? Hallo? Hä? Er sagt jetzt nicht, er ist ganz oben. Ah ja, klar. Okay, naja, ist nicht schlimm. Wie viele Monde haben wir denn jetzt? Ah, 13 Stück, nee, 12 fehlen sogar nur noch. Ja, dann geht das ja langsam. Langsam bin ich zufrieden. Wo sitzt der denn hier? Na, Kirchen. Anscheinend doch nicht hier. Du willst mich aber, glaube ich, auch verarschen. Ganz ehrlich, Spiel. Ich sehe ihn einfach nicht, ne? Ganz unten. Meine Güte. Aber wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch die letzten Sachen für die lila Coins holen. Okay. Und zumindest vielleicht das neue Outfit kaufe ich nicht, weil wenn ich es jetzt kaufe und nicht anziehe, dann werden wir es nie zu Gesicht bekommen. Gut. Auch hier haben wir jetzt die 100%, also mehr oder weniger, von den lila Coins zumindest. Okay, und jetzt geht's runter zu Schnackierchen. So. Wonach suchst du denn? Unser geheimes Kämmerlein. Was? Wo soll das denn sein? Meine Güte. Naja, egal, ich gehe jetzt erstmal da rein. Da drin war ich ja schon überall. Jetzt habe ich mir extra ganz genau durchgeguckt. Ja, genau, hier gibt es nur diesen Mond.
brauche jetzt gerne einen Cheap Cheap, weil ohne werde ich jetzt bald nicht mehr lange leben. Komm schon, jawohl. So, ab nach oben und jetzt schauen wir mal. Da war ich ja schon. Das ist auch so ein Kämmerlein. Leider nur Münzen, alles klar. Okay, ja, dann gehe ich nochmal in diesen Gang rein, weil da waren wir jetzt am wenigsten eigentlich. Aber hier gab es ja auch nicht wirklich was. Oh mein Gott, nein. Ach du Kacke. Wie konnte das mir passieren? Ja, da rechts habe ich jetzt schon einen gefunden. Oh mein Gott. WTF, als ob. Okay. Sehr cool. Nehme ich mir das und schwimm durch. Oh, mit dem Taucheranzug. Ich weiß nicht, wo es hingehört, soweit ich weiß. Ja, beste Aussage. I know. So, jetzt nach rechts. Oder auch nicht. Hier ist nur die Truhe, bei der wir schon waren. Ich hoffe mal, die Luftblase ist respawned. Nein, natürlich nicht. Ich muss hier durch, liebes Seetang. Ich hasse diese Gegner so sehr. Ich weiß nicht mal warum, aber ich mag sie einfach absolut nicht. Mir wird doch die Luft ausgehen. Uff. Ja, 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 ich schwimm schon hoch, ich schwimm schon hoch, ich schwimm schon hoch, ich schwimm schon hoch. Oh, ich dachte schon, ich habe sie verloren, aber sie ist noch da. Gut. Zwar ein Leben verloren, aber das ist nicht so schlimm. So, und jetzt müssen wir auf die Höhe, wo das Kleid ausgestellt ist, soweit ich weiß. Denn da wollte doch die eine das anpflanzen. Ich finde es so schön, dass ich einfach nicht den Knopf gedrückt halten muss, sondern es einfach automatisch geht. Ich gehe einfach hier rein und dann gucken wir, wo die stand. Okay, hier schon mal auf der Ebene nicht. Ich dachte eigentlich auf der hier. Aber anscheinend nicht. Na gut, dann halt noch eins runter. Da ist sie ja. Ein tolles Gefühl, etwas wachsen zu sehen. Ja. Kann ich dir recht geben. Gut, und jetzt so. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter, weil das war im Gang, aber mehr gibt es ja auch nicht. Ich habe bestimmt wieder einfach so Räume vergessen, wie dieser Hutraum. Aber die kann man auch leicht übersehen, meiner Meinung nach. Frage ist es, ob es jetzt auch hier 3 Tic-Tac-Rätsel gibt oder nur 2. Weil, ja, keine Ahnung. Sonst gab es immer 3, glaube ich. Ich schaue mich mal nochmal hier im Eingangsbereich um, weil da war ich irgendwie am wenigsten. Deswegen schauen wir mal. Oh, ups. Aber da war ich schon. Ja, da gab es nur lila Coins, alles klar. Frage ist hier was? Nee, Pixel Mario ist da drüben. Da ist das vom Kaskadenland. Das Bild habe ich gefunden. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr so recht was. Ich habe hier nämlich meine Amiibo gescannt. Ja, Link ist zurück. Und wo hat er denn noch was? Alles klar. Gehen wir da auch da gleich mal hin. So. Aquagrund, Schaufenster. Holen wir uns noch diesen einen Mond hier. Das Ding ist halt jetzt wieder welche Höhe, ne? Nee, ich glaube es ist aber auch eins höher, aber hier ist schon mal nix. Oder eins drunter, nein, es ist ganz oben. Oder ist es, sag nicht, ist es doch da unten, nee. Alles klar. Hier muss ich irgendwann wieder zurückkommen. Doch jetzt muss ich erstmal ganz nach oben, denn da habe ich anscheinend einen Mond verpasst, wie auch immer. Verstehe ich gar nichts. Aber gut. Schauen wir doch uns das mal an hier. So. Hier. Hey. Was soll ich denn hier verpasst haben? Wer diese Meerjungfrau was oder was? Also den Mond verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Wo hier was sein soll. Ich meine, das ist ja der unterste Spot.
Vielleicht kommt das ja später. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt aus diesem Part. Wir sehen uns dann im nächsten, wenn wir in ein neues Land reisen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Oder außer wenn ich hier noch was finden würde, sollte, wie auch immer. Glaube ich nicht, aber gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part zum Super Mario Odyssey wieder. Bis dahin und ciao.